Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. 4 Tage sind es noch. Dann ist schon wieder die Wintertransferphase vorbei. Wir haben Koulibaly in der letzten Folge abgegeben für 115 Millionen Euro, Leute. Also ich würde sagen, der Preis ist saftig. Top-Transfer bislang. Ich glaube, so viel, den mussten wir jetzt abgeben. Er ist 29, ihr wisst es, sobald eine 3 vorne steht, sobald die 30 sind, geht der Preis so wieder krass runter. Also so viel werden wir niemals mehr bekommen, muss man sagen. Das Einzige, was bitter ist, steht schon bei den Verhandlungen. Wir hatten ja Favilli eigentlich für 30 Millionen an Sevilla. Wir hatten uns geeinigt. Aber ja, Sevilla hatte dann irgendwie doch keinen Bock mehr. Das ist natürlich ein bisschen bitter gewesen, jetzt sonst hätten wir 30 Millionen für den bekommen. Aber ich denke mal, den kriegen wir schon noch verkauft, den Favilli, der ist jung, 23, vielleicht kriegen wir sogar demnächst noch mehr. Also von daher haben wir noch ein bisschen Zeit, den hier zu entwickeln. Dann haben wir heute noch eine Sache, und zwar haben wir jetzt wieder genug Cash durch den Verkauf von Koulibaly. Und zwar habe ich eine Sache gesehen, und zwar Arthur. Da, an dem habe ich ja Interesse, und wir können den für ein Schnäppchen kriegen. Er hat 72 Millionen Marktwert, 72 Freigabesumme. Also ich glaube, so günstig werden wir nicht mehr drankommen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt gleich mal zuschlagen, Leute. Ja? Vorher, wie immer, checkt noch gerne meinen Shop aus, ja. Nice Designs. Gibt's in Orange, gibt's in Blau, gibt's in Rot, gibt's in Grün. In allen 4 Farben. Als T-Shirt, als Pullover. Alles am Start, Leute. Dann haben wir das hier noch. Schwarz auf Schwarz, Weiß auf Weiß. Ebenfalls als T-Shirt, als Pullover. Handyhüllen, T-Shirts, Kissen, Tassen. Alles am Start. Und die neuen Nice LED-Lampen gibt's natürlich auch noch. Ja. Wer Bock hat's, gerne abchecken und nicht vergessen, gratis Autogrammkarte gibt es auch noch von mir zu jeder Bestellung dazu. Also checkt es gerne mal aus, Leute. Danke an jeden, der mich am Kauf unterstützt. Ich bin die ganze Zeit eine Sache am Überlegen, ja. Was ist, wenn wir jetzt versuchen zu verhandeln? Vielleicht kriegen wir dann sogar für weniger als 72. Problem ist, wenn wir jetzt verhandeln, sagen die ja, eine Woche Zeit, man muss mal eine Woche warten, bis man wieder verhandeln kann. Dann ist erstens die Transferphase rum und in dieser einen Woche könnten die natürlich die Freigabesumme hochsetzen, den Vertrag verlängern. Deswegen würde ich sagen, die Chance, dass sie uns den für unter 72 verkaufen, ist eh unrealistisch. Würde ich sagen, ziehen wir die 72 Millionen Ausstiegsklausel, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn, Leute. Ich glaube, wir werden es so machen, Leute. Lasst natürlich gerne noch ein Like da, ne? Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, kein Video zu verpassen, Like da lassen, wenn euch die Karriere gefällt. Ihr wisst es ja. Ja, da würde ich sagen, 72 Millionen Arthur ist zwar viel Geld, aber wie gesagt, auch 90er Potenzial. Dann haben wir natürlich wieder einen neuen Mittelfeldspieler, ne? Ist natürlich die Sache, jetzt haben wir ihn eh gekauft, Alter. Das war's auch wieder. Da haben wir natürlich wieder einen neuen Mittelfeldspieler. Also wir müssen eigentlich jetzt mal langsam einen abgeben. Und das ist halt den ich am ehesten abgeben will, der ist halt Emre Can so. Aber irgendwie kommt da kein Angebot bislang rein. Ich weiß auch nicht, der steht jetzt seit, was weiß ich, einem Jahr auf der Transferliste. Ja, nicht, aber ja doch. Der steht wirklich seit einem Jahr auf der Transferliste. Wir hatten, glaube ich, mal ein Angebot für den, aber das haben wir uns dann doch irgendwie, weil dann, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht angenommen haben, ne? Keine Ahnung, Mann. Ja, nicht so geil. Ich dachte irgendwie, das Angebot war, glaube ich, zu schlecht. Da dachte ich eigentlich, ja gut, der ist ein bisschen gefragt, aber irgendwie kommt hier gar nichts rein. Naja, aber gut, wir haben eh noch genug, wir haben hier nach auch noch 25 Millionen. Wir müssen schauen, vielleicht noch Joao Felix zu verpflichten. Dann haben wir eigentlich auch alles. Dann haben wir 2 Transfers gemacht jetzt in der Winterpause. Ein verkauft, geht klar. Hä, WTF, warum kann ich nicht 5 Jahre machen? Ach, der hat uns 5 Jahre angeboten, WTF. Ja gut, ich wollte gerade sagen. Digga, hat der keinen Bock auf 5 Jahre? Nee, den geben wir natürlich direkt einen 5-Jahres-Vertrag. So, mein Klient wünscht sich keine Freigabesumme. Das ist in Ordnung, das werden wir auch akzeptieren. Da bin ich auf jeden Fall mit zufrieden, würde ich sagen. Dann schauen wir doch mal, Digga, 270.000 Geld kriegt der. Der geht sogar runter auf 175.000. Also das ist wirklich neu. Das habe ich schon mal gesagt in der FIFA 19 Karriere. Früher war es immer so, die sind nur hochgegangen mit den Preisen. Ja? Also die sind nie runtergegangen in Sachen Gehalt. Die sind immer nochmal 100.000 hochgegangen. Irgendwie jetzt, dieses Jahr gehen die sogar runter jedes Mal. Warum? Ich weiß nicht. Okay, vielleicht deswegen wegen dem Einstiegsbonus und so weiter und so fort. Einstiegsbonus 1,5. Wir gehen mal ein bisschen runter. Ah, der wird es eh nicht einnehmen. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht zu sehr pokern. Der nimmt sogar direkt an, Alter. Geil. Ja, chillig. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber ja. Egal. Für uns ist es gut, ne?
Nice, Alter. Okay, das heißt, wir haben den ersten Neuzugang in dieser Wintertransferphase verpflichtet. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir werden João Felix noch nicht verpflichten. Ich glaube, wir lassen den noch ein bisschen bei Union Berlin. Ja, weil der kann sich da... Das hier ist er doch, der Arthur. By the way, boah, der hat nur 64 Stärke. Das ist was ich ein bisschen vermisse. Der kann auch ZDM spielen, ne? Ja, der ist eigentlich eher so ein defensiver Spieler, auch wenn er relativ klein und körperlich nicht so stark ist. Ist auch ein bisschen defensiver. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt so ein bisschen noch so einen defensiveren haben. Wir haben ja auch noch Havertz geholt, ne? Also, ich würde gerne hier die würde ich halt gerne ausleihen, die vier hier hinten noch, ne? Die vier und Favini gerne verkaufen. Und ist dieser Kader halt auch wieder echt relativ groß, muss man sagen, ne? Wir haben jetzt im Mittelfeld die beiden halt hier, ein Stammspieler bei uns. Bei Milinkovic, da geht auch gar nichts mehr in Sachen. 88 Rating die ganze Zeit, da geht nichts mehr nach oben. Kessié haben wir, 89 Potenzial. Havertz haben wir, 90 Potenzial. Für Arthur auch über 90 Potenzial. Haben wir drei Mittelfeldspieler noch auf der Bank. Hier auch noch, Bentancur auch 90 Potenzial. Haben wir vier Mittelfeldspieler auf der Bank. Plus Emre Can haben wir fünf. Also einen müssen wir unbedingt abgeben. Havertz kann natürlich auch eher Sturm spielen und auch rechts. Also Emre Can müssen wir eigentlich unbedingt abgeben, aber... Was sollen wir machen, Alter, wenn kein Angebot reinkommt? Ist halt scheiße, ne? Können wir auch nichts machen. Ja, gut. Läuft nicht ganz so momentan mit den Angeboten für Emre Can, aber wir haben ja noch ein paar Tage. Vielleicht kommt es noch rein. Genau, das wollte ich erzählen. Und zwar werden wir, glaube ich, jetzt den guten João Felix noch nicht verpflichten. Er wird dann wahrscheinlich teurer sein, wenn wir den jetzt nächste Saison holen. Aber ist vielleicht gar nicht so schlimm. Von mir aus zahle ich 5 bis 10 Millionen mehr. Hauptsache, der verbessert sich halt noch und kann noch ein bisschen spielen in der Zeit, weil wenn wir den jetzt holen, der wird bei uns keine Minute spielen, so. Das ist das, was mich ein bisschen nervt, Digga, weil das gibt es zum Beispiel nicht. Wäre cool, wenn das in FIFA 20 mit dabei sein würde in der Karriere, dass du Spieler verpflichten kannst, die aber, wie es in echter oft gemacht wird, automatisch sofort noch eine Saison oder so an den Verein verleihst. Wisst ihr, was ich meine? So, dass der Spieler noch beim Verein bleibt. Das wäre schon geil. Oder dass du so machen kannst, du kannst sagen, ich will den Spieler kaufen, aber erst für nächste Saison. Ja, also das vermisse ich so ein bisschen, Alter. Das ist schade, dass es das nicht so wirklich gibt bislang. Ich hoffe mal, das wird irgendwann reinkommen, ne? Aber naja. Oh, Leihangebot für Kessié. Atletico Madrid hat Interesse, Kessié auszuleihen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Option. Weil wenn Emre Can jetzt nicht weggeht, wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht, Kessié auszuleihen. Und Kessié hat sich immer wieder beschwert gehabt, dass er mal mehr spielen will und dass wir ihn ausleihen sollen. Also von daher wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ich meine, der ist 24, der ist noch relativ jung. Lohnt sich eigentlich, ihn auszuleihen. Ich hoffe natürlich, dass der auch das spielen wird bei Atletico. Weil Atletico hat eigentlich ein gutes Mittelfeld, wenn die keinen verkauft haben. Koke, habe ich noch. Ah, das war's so wieder. Koke, wer ist der andere noch, Alter? Ich komme gar nicht drauf. Wir werden das Angebot erstmal annehmen. Koke, sag mal, bin ich gerade völlig verpeilt, Alter. Koke und der andere. Ey, sag mal. Das kann nicht wahr sein, Alter. Der ist auch eine absolute Maschine. Auch absolut gutes Potenzial. Der fällt mir gerade nicht ein. Den können wir sogar mal überlegen, auf die Liste zu packen. Alter, wie heißt der denn, Alter? Scheiß die Wand an, Alter. Koke und... Digga, wie verpeilt bin ich denn gerade? Ey, das kann nicht wahr sein. Warte mal, ich schau mal kurz, was Koke für ein Potenzial hat. Vielleicht komme ich jetzt... Ey, wie heißt der denn? Saul! Digga, da haben wir ihn doch, Alter. Saul heißt der. Koke, 85 Potenzial, 85 Rating. Ja, das war's wieder. Saul, der hatte in den letzten Jahren immer über 90... Ah, immer noch 90. Ja. Werden wir mal beobachten. Aber das wäre jetzt einer zu viel, wenn wir den jetzt auch noch holen werden, weil der ist auch Mittelfeldspieler. Also das wäre auf jeden Fall einer zu viel. Das kann ich euch sagen. Da haben wir einen Saul. Der ist schon auf 90, Alter. Scheiß die Wand an. Oh mein Gott, ey. Jetzt hätte ich doch Bock, den zu holen, Alter. Ich sag's euch. Oh mein Gott, Alter, warum haben wir den nicht geholt? Alter, der ist schon auf 90, Alter. Scheißdreck, Mann, krasse Sache. Boah, Alter, Saul, den hatte ich eigentlich im letzten Jahr oft. Den fand ich immer so geil, weil der hat sich immer so schnell entwickelt, ne? Und das hat man jetzt wieder gesehen. Der hat schon wieder 90, ey. Der hat sich immer so schnell entwickelt, der Typ. Ey, krass, Mann. Wir gucken mal, wie teuer der ist. Okay, den werden wir natürlich jetzt nicht kaufen können, ist auch klar. Ja, 110 bis 150 Millionen, das Ding ist... Bringt jetzt vom Ding her, ehrlich gesagt, auch nicht mehr ganz so viel, den noch zu kaufen, weil der hat halt 90 und viel wird da auch nicht mehr nach oben gehen. Ah, dann würde ich lieber so einen De Jong holen. Stimmt, den haben wir auch noch hier. Der kann sogar Innenverteidiger spielen. Boah, das wäre natürlich auch eine Option. Der kostet 29 bis 41. Ah, es würde aber finanziell jetzt nicht mehr klar gehen. Ah, würden wir nicht mehr schaffen. Aber können wir mal überlegen, De Jong vielleicht für nächste Saison. Für nächste Saison könnte man De Jong anpeilen, weil Innenverteidiger ist natürlich auch nice, dass der Innenverteidiger spielen kann. Oh, Transferangebot für Dybala.
Eieieiei, jetzt kommt hier nochmal ein Dybala-Angebot von Barcelona. Was hatten wir das jetzt angenommen hier, Cassie? Hier packen wir angenommen. 127 Millionen bieten. Wir können nur bis zu 150 verlangen. Was soll die jetzt? Was? Für Jesus, der hatte 90. Okay, der war auch 23. Also Dybala hat 94, 27. Können wir nur bis zu 150 verlangen? Was soll das denn? WTF, ey. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge mal. Aber den werden wir natürlich auf keinen Fall abgeben. Was die Position von Koulibaly betrifft. Aha, jetzt kommen schon die ganzen Gauner hier. Und melden sich direkt und wollen in der Startelf stehen. Stimmt. Ja, das war natürlich auch, das war auch eine Sache, warum ich überlegt habe, Koulibaly abzugeben. Einfach aus dem Grund, weil dann halt Skriniar wieder in die Startelf rücken kann, weil das ist halt zu schade, den wirklich in der B11 nur sozusagen spielen zu lassen, weil der Typ hat es einfach drauf, Mann. Ist mittlerweile auch schon auf 89. Umtiti ist erstmal gesperrt. Wir werden eh in der Liga mit der B11 spielen. Von daher, aber ist nicht ganz so wichtig. Wir sind die ganze Zeit nur einen Punkt vor Rom, ne? Also Rom macht das Ganze auch gut spannend, muss man sagen, Alter. Die halten gut mit, muss man sagen. VfB Stuttgart holt Wesley für 24 Millionen, okay. Was ist noch passiert in Sachen Transfers? Arthur, ja, habt ihr gesehen, haben wir verpflichtet. Koulibaly. Oh, Gareth Bale. Geht zu Neapel. Ach du Scheiße, ey. Für WTF. Okay, das wird interessant. Und gegen Neapel können wir noch im Pokalfinale eventuell spielen. Ey, das ist natürlich, da steht jetzt hier kein Preis. Doch da. Was? WTF, Alter. 37 Millionen nur. What? Okay, 175.000 für drei Saisons anscheinend verpflichtet. 170.000 Geld pro Woche. Warum nur 35 Millionen, ey? WTF, okay, wie alt ist der jetzt? Ey, das ist ja ein Mega-Schnäppchen, ey. Also 35 Millionen geht schon klar. Gareth Bale, 31 ist der auch schon. WTF, Alter. Der Marktwert von 40 Millionen. Was haben die denn da für ein Schnäppchen geschossen, Alter? Werden wir mal auf der Transferliste vermerken. Ey, das ist wirklich... Aber der hat nur noch 85, Alter. Scheiße, Ivan. Aber das ist ja ein absolutes Schnäppchen, das sie gemacht haben, Alter. Unter Marktwert. 5 Millionen unter Marktwert, ey. WTF. Digga. Nicht schlecht. Naja, das war's erstmal. Noch einiges passiert. Deadline Day wird auch noch kommen. Vorher aber noch das Spiel gegen Bologna. Das wird es dann alles in der nächsten Folge geben, Leute. Lasst gerne Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke hier, um nichts mehr zu verpassen. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Checkt es gerne aus. Dann haben wir hier noch schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, das Ganze als T-Shirt, als Pullover erhältlich. T-Shirts, Kissen, Handyhüllen, Tassen, alles am Start und die neuen nice LED-Lampen natürlich auch. Also checkt es gerne mal aus. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Vergesst es nicht, hier natürlich auch noch eine gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu jeder Bestellung dazu. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge oder auch nicht. Ich hoffe doch, haut da rein und ciao!